Herzlich willkommen zu unserer 11. Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit unserem motorischen System beschäftigen, also mit dem System, mit dem wir unsere Umwelt beeinflussen. Wir haben in den letzten Wochen ja kennengelernt, wie wir Informationen aufnehmen und wie diese Informationsaufnahme in unserem zentralen Nervensystem verarbeitet wird. Und heute gehen wir den anderen Weg, den umgekehrten Weg und schauen uns an, wie wir eigentlich unsere Umwelt beeinflussen können, wie wir unseren Körper steuern können. Dazu gibt es ein Kapitel aus unserem Lehrbuch von Rainer Chandri, das 9. Kapitel, das sich mit dem motorischen System beschäftigt. Und Sie hätten jetzt, wenn Sie an dem Seminar teilnehmen, auch ein Referat zu diesem 9. Kapitel hören sollen. Im weiteren Verlauf schauen wir uns jetzt mal an, wie wir denn die sogenannten Efferenzkopien in unserem Gehirn verarbeiten, also das Zusammenspiel zwischen unserem motorischen System und unserem sensorischen System, also wie eben motorische Befehle unsere Wahrnehmung verändern können. Und dann werden wir uns im weiteren Verlauf auf eine Störung unseres motorischen Systems konzentrieren, nämlich die sogenannte Parkinson-Erkrankung und eine Therapiemöglichkeit zu dieser Parkinson-Erkrankung, nämlich die tiefe Hirnstimulation. Das Ziel der heutigen Sitzung und des Themas zum motorischen System ist es, dass Sie eine grobe Struktur über das motorische System kennenlernen, also wie wir unser motorisches System strukturieren, wie wir unsere Muskeln ansteuern und welche Nerven dabei beteiligt sind. Und Sie sollten einen Überblick über die einzelnen Funktionen des motorischen Systems bekommen. Schauen wir uns jetzt aber mal an, wie denn die sogenannten Efferenzkopien unsere Wahrnehmung verändern. Efferenzkopien, die haben Sie vielleicht schon mal kennengelernt. Wenn wir eine Bewegung ausführen, wenn wir eine Bewegung planen, dann werden Kopien von diesen Bewegungsmustern an unsere sensorischen Systeme geleitet, um eben die Veränderungen in unserer Umwelt aufgrund unserer motorischen Aktivität vorherzusagen. Das ist ganz relevant, beispielsweise bei Augenbewegungen. Wenn wir unsere Augen bewegen, dann verändert sich das Bild auf unserer Retina. Also wenn wir nach links oder nach rechts schauen, verändert sich das Bild auf unserer Retina, weil natürlich unsere Augen einen anderen Bereich unserer Umwelt zu sehen bekommen. Damit wir von dieser Bewegung des Bildes auf unserer Retina aber nicht verwirrt werden, muss eine Kopie des motorischen Signals an unser sensorisches System gesendet werden. Also der motorische Befehl, beweg mal die Augen, muss irgendwie an unser visuelles System geleitet werden, um hier unsere Wahrnehmung konstant zu halten. Das Fehlen von so einer Efferenzkopie, das kennen Sie auch, wenn Sie beispielsweise in einem Zug sitzen und vor Ihrem Fenster bewegt sich auf einmal der Bahnhof. Dann können Sie sich überlegen, okay, bewegt sich der Bahnhof gerade weg? Oder bewege ich mich im Zug weg? Oder wenn zwei Züge nebeneinander stehen, welcher Zug bewegt sich jetzt gerade in welche Richtung? Hier fehlt eben genau diese Efferenzkopie und wir brauchen eine Weile, bis wir diese relative Bewegung richtig einschätzen können. Wenn wir selbst eine Bewegung ausführen, dann wird ja eine Kopie dieses motorischen Signals eben an unser sensorisches System geleitet und wir können sofort wissen, okay, ich war selbst für diese Bewegung verantwortlich, also kann ich auch die Bewegung meiner Umwelt richtig einschätzen. Und diese Efferenzkopien, die finden wir nicht nur im Zusammenspiel zwischen motorischem und visuellem System, sondern wir finden die auch im Zusammenspiel zwischen motorischem und auditorischem System, nämlich Töne, die wir selbst produzieren, die nehmen wir als weniger laut wahr als Töne, die wir nicht selbst produzieren. Es gibt also einen Einfluss unseres motorischen Systems auf unser auditorisches System, das die Wahrnehmung eines selbstproduzierten Reizes, eines selbstproduzierten auditorischen Reizes gehemmt wird. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie ein Instrument spielen, wenn Sie beispielsweise Schlagzeug spielen, dann empfinden Sie als Schlagzeuger dieses Schlagzeug als deutlich weniger laut als Ihre Bandkollegen, die drumherum stehen. Ganz einfach deswegen, weil Sie selbst für die Geräusche verantwortlich sind. Das Ganze kann man auch experimentell zeigen und das hat hier Jana Timm
in einer kombinierten TMS- und EEG-Studie gemacht. In dieser kombinierten EEG- und TMS-Studie wurde mittels EEG die Hirnaktivität gemessen, wenn Versuchspersonen über einen Knopfdruck einen Ton erzeugen. Also wir hatten Versuchspersonen, die durften auf einen Knopf drücken und wenn auf diesen Knopf gedrückt wurde, wurde 100 Millisekunden später ein Ton abgespielt. Also so ähnlich, wie wenn sie ein Klavier spielen. Die interessante experimentelle Manipulation hierbei war, dass Diana hier einmal eine Bedingung hatte, wo die Versuchspersonen selbstständig diesen Knopf drücken durften und es gab eine Versuchsbedingung, wo mittels TMS über dem motorischen Kortex ein Muskelimpuls ausgelöst wurde. TMS, das hatten wir ganz am Anfang dieses Seminars schon kennengelernt bei den Methoden. Da haben wir eine Spule, durch diese Spule läuft ein Strom und dieser Strom durch diese Spule erzeugt ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld kann dann im Gehirn einen Strom induzieren und mit diesem Strom, mit diesem induzierten Strom, können wir neuronale Aktivität hemmen oder verstärken. Und in dem Fall hier können wir neuronale Aktivität verstärken und dadurch eine Muskelaktivität auslösen. Wenn ich also dieses TMS über dem Handareal des motorischen Kortex anlege, also unser motorischer Kortex, haben wir jetzt ja kennengelernt, der läuft hier von unserer Spitze, von unserem Vertex unseres Schädels in etwa bis zum Ohr. Da läuft unser Motorkortex und da haben wir ein ganz bestimmtes Areal, das sogenannte Handareal, das dann für die Steuerung unserer Hände relevant ist. Und wenn ich da jetzt mittels TMS ein Stimulus setze, dann zucken die Muskeln in meinem Unterarm und meine Hand bewegt sich. Genau das hat Diana Tim hier gemacht. Die hat hier also über den Motorkortex stimuliert, dadurch hat sich die Hand bewegt und die Versuchspersonen haben einen Knopf gedrückt. Also, das reine Knopfdrücken und ein Ton erzeugen war in beiden Bedingungen der gleiche, aber in der einen Bedingung haben die Versuchspersonen selbst die Intention gefasst, einen Knopf zu drücken. In der anderen Bedingung hat der Versuchsleiter diese Intention erzeugt, nämlich indem er über ein TMS-Signal hier die Hand zucken hat lassen. Also sprich, hier gab es eben keine solche Efferenzkopie, die hier erzeugt werden konnte. Wenn man sich jetzt dabei anschaut, was passiert hier im Gehirn, dann sieht man in der Kontrollbedingung, wo die Versuchspersonen selbstständig einen Knopf drücken, dass hier die auditorisch evozierte Aktivität, also das Hören dieses Tons, reduziert ist. Also wir sehen es hier an dieser gestrichelten Linie im Vergleich zur durchgezogenen Linie. Hier ist das auditorisch evozierte Potenzial reduziert. Wir finden also, dass die selbst erzeugte auditorische Aktivität, die wird weniger stark verarbeitet als ein einfacher Ton, der abgespielt wird. Und interessant wird es jetzt hier in unserer Experimentalbedingung, in der Involuntary Condition, wo jetzt über ein TMS dieser Motorimpuls erzeugt wird, da finden wir diese Reduktion eben nicht. Also hier werden die eigentlich selbst erzeugten und die einfach nur vorgespielten Töne gleich verarbeitet. Hier fehlt also dieser hemmende Einfluss aus der Efferenzkopie. Dadurch, dass hier eben künstlich über ein TMS diese Muskeln angesteuert wurde, fehlt hier eben diese Intention, fehlt hier diese Efferenzkopie und dadurch fehlt auch die Hemmung unseres auditorischen Systems. Also hier ein Beispiel, wie eben diese Signale aus dem motorischen System, die Intentionen, eine motorische Bewegung auszuführen, auf die Verarbeitung der sensorischen Information in unserem auditorischen System einwirken. Und eben den gleichen Effekt finden wir auch in unserem visuellen System. Und jetzt wollen wir uns mal weiter bewegen hin zu den Steuerungskreisläufen in unserem motorischen System, insbesondere zum Steuerungskreislauf über die Basalganglien. Wir haben ja unseren primären Weg, wie wir motorische Informationen aus dem zentralen Nervensystem ausleiten. Das ist der Weg über die Pyramidenbahnen aus dem motorischen Kortex, über die Cura Cerebri zum Rückenmark und dann eben zu unseren Muskeln. Und wir haben hier zwei Steuerungskreisläufe, einmal über unser Kleinhirn und einmal über diese tiefen Hirnstrukturen, die Basalganglien. Und diese Basalganglien, die sind ganz relevant
für die Feinabstimmung und Koordination von Willkürbewegungen. Und da haben wir zwei Pfade. Wir haben einmal den direkten Pfad und einmal den indirekten Pfad. Während der direkte Pfad für die Intention, also für den Beginn einer Bewegung relevant ist, ist der indirekte Pfad vor allem für die Hemmung einer Bewegung relevant. Also, wenn wir die Intention fassen, eine Bewegung zu starten, dann wird dieses Signal über den direkten Pfad der Basalganglien verschaltet und hier wird die Intention, dass der Beginn dieser Bewegung verstärkt und erleichtert. Auf der anderen Seite, wenn wir die Intention haben, eine Bewegung zu stoppen, also eine angefangene Bewegung wieder zu reduzieren oder anzuhalten, dann brauchen wir den indirekten Pfad. Und das Zusammenspiel zwischen direktem und indirektem Pfad ermöglicht hier eine sehr exakte Feinsteuerung unserer Bewegung, die also auf ein Ziel hin exakt angesteuert werden können. Ganz wichtig hierbei ist, dass diese Steuerung dieser Basalganglien ganz zentral abhängt von einem Neuromodulator, nämlich unserem Dopamin. Dieses Dopamin wird produziert in einem tiefen Hirnkern, der sogenannten Substantia nigra. Diese Substantia nigra, die finden wir in unserem Hirnstamm. Die heißt deswegen Substantia nigra, weil die im Hirnschnitt schwarz aussieht. Und in dieser Substantia nigra wird eben Dopamin produziert und dieses Dopamin wirkt auf Kerngebiete in dem Globus pallidus. Globus pallidus ist ein Teil des sogenannten Striatums, dieser tiefen Hirnkerne. Und diesen Globus pallidus können wir einteilen in einen GPE und einen GPI, also quasi unterschiedliche Kerne von diesem Globus pallidus. Und hier vor allem relevant ist hier der Weg oder das Zusammenspiel zwischen Putamen und GPE, also dem einen Teil von unserem Globus pallidus, der hier für diese Hemmung, für diese Inhibition von Bewegungen relevant ist. Und hier ist vor allem hier dieses Dopamin relevant. Und genau dieser Pfad über die Basalganglien, der aus der Substantia nigra, durch das Dopamin aus der Substantia nigra angesteuert wird, der ist jetzt relevant für unsere Parkinson-Erkrankung. Bei der Parkinson-Erkrankung kommt es eben zu einer Atrophie von Neuronen hier in der Substantia nigra. Wenn wir das hier mal auf dem Schaubild vergleichen, da haben wir im oberen Schaubild hier einen Hirnschnitt aus einer gesunden Person und da sehen wir diese Substantia nigra tatsächlich so als schwarzen Streifen. Bei einem Parkinson-Patienten, Sie sehen es im unteren Bild, da fehlt dieser schwarze Streifen. Da sind also hier diese Neurone, die hier Dopamin produzieren, atrophiert, sind hier also abgestorben. Und dieser Artikel befasst sich jetzt mit einem Therapieansatz für die Parkinson-Erkrankung, die genau hier an dieser Substantia nigra und dem Nucleus subthalamicus ansetzt. Diese Studie heißt A Randomized Trial of Deep Brain Stimulation for Parkinson's Disease und wurde veröffentlicht von Günther Deuschel und Kolleginnen und Kollegen. Dieser Günther Deuschel, der ist mittlerweile in Rente, aber der hat ganz lange in Kiel am UKSH gearbeitet. Und tatsächlich auch heute noch am UKSH gibt es eine ganz wichtige, eine im Grunde weltweit führende Arbeitsgruppe, die sich genau mit Therapien der Parkinson-Erkrankung und Therapien der damit verbundenen Symptome, vor allem des Tremors, beschäftigen. Mittlerweile gibt es da ganz unterschiedliche Therapieansätze. Heute wollen wir uns hier einen Therapieansatz anschauen, nämlich die Deep Brain Stimulation. Dazu möchte ich Sie erstmal auffordern, in dem Artikel nachzuschauen, was denn eigentlich die zentralen Symptome der Parkinson-Demenz sind. Also was sind die zentralen Symptome, die Patienten mit der Parkinson-Erkrankung zeigen? Ganz wichtig hier ist das Stichwort Tremor. Also ein Tremor, was ist ein Tremor, was sind eigentlich die zentralen Symptome bei Parkinson? Und dann wollen wir uns anschauen, was ist denn eigentlich Levodopa? Ich hatte schon erwähnt, es geht irgendwie hier um Dopamin. In Levodopa ist ja auch der Name. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Und wir hatten es in der Vorlesung auch schon kennengelernt zur
Synthese von Dopamin. Also schauen Sie nochmal nach, vielleicht kriegen Sie es raus, was denn hier Levodopa ist, welche Wirkung hat dieses Levodopa und auch, was können denn für Komplikationen auftreten, wenn ich Levodopa als Medikament, als therapeutisches Mittel einsetze. Und demgegenüber, was könnten jetzt eben für Vorurteile bei dieser tiefen Hirnstimulation liegen? Warum könnte also tiefe Hirnstimulation eine therapeutische Alternative zu einer medikamentösen Therapie sein? Und dabei ganz wichtig, welche Risiken könnten denn bei einer tiefen Hirnstimulation, bei einem Deep Brain Stimulation Eingriff auftreten? Und dann wollen wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich das Studiendesign? Was wurde hier in diesem Randomized Control Trial untersucht? Was waren also die Outcome-Parameter? Was wurde hier also erhoben? Was sollte hier untersucht werden? Was wurden hier als primäre und sekundäre abhängige Variablen definiert? Was sollte hier also sich über die Zeit verändern? Und dann schauen wir uns an, was ist denn eigentlich die Intervention? Also es ging hier um Deep Brain Stimulation, aber wo in unserem Brain, also irgendwo tief in unserem Hirn, wurde hier stimuliert und die Frage ist, wo genau wurde stimuliert und auch wie wurde stimuliert. Also was sind so die Stimulationsparameter hier bei dieser Intervention? Und zu guter Letzt wollen wir uns anschauen, was waren denn eigentlich die Ergebnisse? Was kam jetzt schlussendlich raus? Welche Symptomveränderung gab es denn bei der Stimulationsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe? Und welche Nebenwirkungen traten dabei auch auf? Und da ist eben auch die Frage für Sie, ist das ein tragbares Risiko? Ist also diese Deep Brain Stimulation eine sinnvolle Alternative, ein sinnvoller Ansatz für die Therapie dieser Parkinson-Erkrankung? Ganz wichtig eben, ich hatte es eingangs schon gesagt, diese Deep Brain Stimulation, die ist nicht der Weisheit letzter Schluss, da wird immer noch sehr viel dran geforscht. Beispielsweise ein neuer Forschungsansatz bezieht sich auf eine gerichtete Ultraschallstimulation. Also mit Ultraschallstimulation wird hier ganz gezielt im Gehirn ein Areal beeinflusst, um damit eben dann einen Einfluss auf Tremor, auf Parkinson-Erkrankungen, Parkinson-Symptome zu finden. Und wenn Sie das mehr interessiert, wenn Sie da mehr dazu wissen wollen oder vielleicht irgendwann mal ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit zu schreiben wollen, dann ist eben hier das UKSH in Kiel ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für diese ganzen Fragen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute in unserer 11. Sitzung zum motorischen System und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir uns Lernen und Gedächtnis anschauen, die neuronalen Korrelate von Lernen und Gedächtnis.